Hallo Leute, heute widmen wir uns mal dem Rat von Tom van Asbroek aus dem Team Israel Startup Nation und zwar seiner Rennmaschine, dem Factor O2 VAM, was wirklich ein sehr schönes Rad ist. Dieses Rad benutzt Tom van Asbroek hauptsächlich für die Klassiker, sprich Rennen wie Paris-Roubaix oder die Flandern-Rundfahrt. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns das Rad jetzt mal im Detail genauestens an. Factor O2 VAM wurde mit dem Ziel entwickelt, einen Rahmen mit dem dafür erforderlichen minimalen Gewicht, maximaler Steifigkeit und einen ausgezeichneten Fahrkomfort zu entwickeln. Der Rahmen von Tom van Asbroek's Bike wiegt nur 700 Gramm und ist mit Sicherheit einer der leichtesten Rahmen im Fahrerfeld, gerade auch für die Klassiker. Weiter zum Cockpit von Black Ink. Das voll integrierte Cockpit, welches gut zu dem leichten Rahmen passt und in matten Schwarz gehalten ist, sieht sehr gut aus. Nicht nur die Aeroform, sondern auch die 320 Gramm sprechen für Perfektion. Alle Kabel sind verdeckt. Außerdem ist er mit einer speziellen Computerhalterung ausgestattet, die im Einklang mit dem Cockpit ist. Auch hier sieht man wieder die Shimano Sprint Schalthebel im Lenkerbogen für schnelleres Schalten, wenn Tom Unterlenker greift im Rennen. Wie ihr seht, hat man die Shimano Durace DI2 am kompletten Rad verbaut. Die Kurbel ist eine R9100 Durace mit einer Übersetzung von 54-42 Zähnen und einem 4i Leistungsmesser. Das Schaltwerk wurde getuned mit den großen Schaltröllchen der Firma Ceramic Speed. Die Pedale sind hier von Shimano. Ab zu den Laufrädern. Hier setzt Tom van Asbroek auf die Laufräder 60 von Black Ink mit einem Höhenprofil von 60 mm. Aufgezogen wurden Reifen der Firma Maxxis mit einer Breite von 28 mm. Die Disc Brakes und Bremsbeläge kommen aus der schönen Schweiz und zwar von Swisstop. Gehen wir nochmal hoch zum Sitzbereich von Toms Factor O2 VAM Rennmaschine. Er sitzt auf einem Sally Italia Carbon Rail Sattel, dieser auf einer schwarzen Black Ink Sattelstütze montiert ist, welche nur 160 Gramm wiegt. Abschließend noch ein Gesamtfazit zum Gewicht. Das Rad wiegt nur 6,8 Kilogramm und das ist doch wirklich sehr, sehr leicht für ein Rad, was für die Klassiker bestimmt ist. Also ich finde, das Team Israel Startup Nation hat hier wirklich für die Klassiker ein Top-Rad mit dem Factor O2 VAM. Da kann man fast nichts verkehrt machen, auch wenn das Rad jetzt noch nicht so richtig ausgetestet wurde. So hat das Team doch spätestens ab August, September die Möglichkeit dazu, dieses Rad nochmal in den Klassikern auf seine Standfestigkeit auszutesten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so würden wir uns natürlich wie immer über ein Like freuen und für weitere coole Videos abonniert jetzt unseren Channel. GCN auf Deutsch!